Liebe Handballfreunde, Halle Parkstraße, es ist laut im Hintergrund. Das Spiel der ersten Mannschaft steht an, das letzte Heimspiel gegen Köln. Bei mir der Timo. Timo, vorab, normal musst du dich warm machen. Was los? Ja, ich habe eigentlich schon seit ein paar Jahren mit meinem Knie ein bisschen zu kämpfen und jetzt im Zuge der Feierlichkeiten einfach letzte Woche und auch die zwei Spiele dann, also beim Pokalspiel am Sonntag ging es dann gar nicht und geht ja jetzt mehr oder weniger um die goldene Ananas und dann lieber was schonen und die anderen Leute ranlassen. Bist du auch froh, dass wir dann mal ein bisschen Pause haben und den geschundenen Körper mal ein bisschen wieder aufbauen kann, oder? Ja, schon. Also es war eine harte Saison, wir hatten auch viele Ausfälle, verletzungsbedingt und da ist man auch mal froh, wenn man jetzt ein bisschen handballfreie Zeit hat, natürlich. Ja. Beschreib mal so ein bisschen die Feierlichkeiten, wie war's? Ja, es war grandios, also begonnen hier in der Halle, die Halle war voll, das Räumchen war voll, hat richtig Spaß gemacht. Du warst später voll? Kann man so sagen, ja, dann mit dem Traktor rübergefahren zum Festzelt, dann natürlich dann auch gut gefeiert mit der Band auf der Bühne, war alles top, also besser kann man es sich nicht vorstellen. Ich glaube, ihr habt das als Mannschaft euch verdient, weil ihr auch als Mannschaft euch entwickelt habt, also grandios. Jetzt gibt es ein Gerücht, dass das Weidener Jungenspiel einen neuen Pritschenmeister hat. Was ist an dem Gerücht dran? Das war mehr oder weniger eine Schnapsidee, aber das ist zeitlich mit der Vorbereitung hier von Giovanni nicht zu vereinbaren. Deswegen musste ich da leider absagen, auch wenn ich sehr gerne gemacht hätte natürlich. Aber allein das positive Signal von deiner Seite, dass du Bock gehabt hättest, ist super. Von daher, ich glaube, es macht dir Spaß hier im Handballdorf, ja, oder? Also ich fühle mich hier wohl. Ich bin jetzt im dritten Jahr hier und der Aufstieg hat das alles nochmal gekrönt und dann schauen wir mal, wo die Reise nächstes Jahr hingeht dann. Persönlich, du hast eine grandiose Saison gespielt, kämpferisch immer Vorbild, immer vorangegangen, dahin gegangen, wo es geht. Kompliment und feiert noch ein bisschen. Wir sehen uns, Timo. Gute danke Besserung. Auch. Danke. Danke. Liebe Handballfreunde, die Saison ist vorbei, bei mir sind Captain und Co-Captain Benno und der Stefan. Geile Saison. Benno, wie fühlt es sich an? Ja, wie du schon sagst, geil, ne? Hat Bock gemacht. Ja. Stefan, letzte Woche Feierlichkeiten, heute war ein bisschen die Luft raus. Glaube ich, muss jeder Verständnis haben, oder? Ja, wir wollten das Spiel unbedingt gewinnen, weil wir die weiße Weste zu Hause wahren wollten. Und auch den Zuschauern, die uns heute auch wieder, obwohl alles entschieden ist, zahlreich unterstützt haben. Dem sind wir natürlich auch was schuldig, wenn die hier nach hier kommen, dann wollen die auch was sehen, was haben wir versucht und haben auch natürlich am Ende verdient gewonnen und das Ding souverän runtergeschaukelt. Das denke ich auch, war ein faires Spiel, hatte sich glaube ich keiner verletzt, Benno, oder? Ja, bei uns nicht, ich meine, Spieler von Köln irgendwie umgeknickt oder so, nach Köln natürlich alles Gute. Ist natürlich immer schade. Benno, wenn du jetzt mal auf die Schnelle zurückblickst,
was war für dich so der Knackpunkt in der Saison, wo du sagst, boah, da haben wir angefangen dran zu glauben, dass das war so ein entscheidender Moment? Also ironischerweise empfand ich den entscheidendsten Moment, diese zwei verlorenen Punkte am grünen Tisch. Ich glaube irgendwie, das hat uns nochmal mehr zusammengeschweißt. Da war überhaupt keine Rede vom Ausschied irgendwie, aber irgendwie hat uns das als Mannschaft nochmal so einen Push gegeben. Da wollten wir es uns irgendwie besonders beweisen und das ist so am meisten hängen geblieben. Ja, denke ich auch, dass das wichtig war. Es sind ja meistens negative Erlebnisse, aber ihr habt ganz schön viel Positives erlebt, Stefan. Wenn du auf die Saison zurückblickst, was ist dir am meisten haften geblieben? Ja, das war ja für ganz Weiden eigentlich eine sehr emotionale Saison, aufgrund dessen, dass wir zusammengegangen sind. Und ich glaube nicht, dass das irgendeiner so erwartet hätte, aber ich glaube, dass das schon von allen Beteiligten rundherum, ums Team herum, um die ganze Vereinsarbeit drumherum eine ganz klasse Leistung war. Und das ist aller Ehren wert. Das denke ich auch. Benno, wenn du auch mal schaust, das Zusammenspiel, das ist jetzt aus meiner Sicht, ich weiß nicht, wie du es beurteilst, zwischen erster und zweiter Mannschaft mit dem Höhepunkt des Auftretens beim Pokal. Wie bewertest du das? Ja, das klappt einfach. Ne? Also wir können die Spieler quasi nach Belieben hochholen und egal wer dann hochkommt, er hilft uns in irgendeiner Art und Weise. Und also wir haben halt wirklich einen guten Zusammenhalt. Wir sehen uns oft unter der Woche und dann auch am Wochenende und dann feiern wir die Siege auch des jeweils anderen. Und das ist wunderbar. Ich möchte euch vom Feiern nicht länger aufhalten, sage danke und wir sehen uns spätestens in der Nordrhein-Liga wieder. Toi, 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 Benno, Stefan, viel Spaß beim Feiern und danke, dass ihr euch kurz Zeit genommen habt. Ja, gerne, gerne. Danke. Ciao, Benno. Das Video abonnieren. Ja, danke. Liebe Handballfreunde, ich will nicht sagen Wunder, aber wir haben gesagt Comeback Stronger und er stand heute auf der Platte und hat sogar einen 7 Meter geworfen. Da war ein bisschen Pech, weil der Boden recht hart, sodass der Ball übers Tor tuppte. Aber sehr, sehr hart aufgepumpt der Ball, da habe ich nicht gerechnet. Ja genau, das muss man dann ja auch mal ein Gespür wieder für kriegen. Genau. Marci, wie geht's dir? Soweit so gut. Ich freue mich in der Halle zu sein, freue mich beim Training dabei zu sein. Hab mit den Jungs gefeiert, bin dankbar, dass sie, was wir angefangen haben, zu Ende gebracht haben, auch für mich, dass ich dabei sein konnte jetzt und es ist einfach nur großartig. Das glaube ich auch. Großes Dankeschön an die Jungs. Wie gesagt, die haben alles weitergemacht, was wir begonnen haben. Team bedeutet sehr viel und ich glaube, du warst nie wirklich alleine nach deiner schweren Verletzung, oder? Nein, ich war nie alleine, ich war im Krankenhaus, nonstop Besuche bekommen von den Jungs, Fotos bekommen, alles. Ich war immer Teil der Mannschaft und habe mich nie allein gefühlt und das war für mich auch so eine Motivation, schnell wieder zurückzukommen, schnell wieder auf die Beine zu kommen und mehr zu trainieren als vorher. Das ist wunderbar und es ist schön, dich wieder auflaufen zu sehen. Dein mittelfristiges Ziel ist welches? Ja, mittelfristig nächste Saison wieder zu spielen. Das ist mein Ziel. Ich arbeite darauf hin, ist ein sportliches Ziel. Wenn es klappt, klappt. Wenn nicht, weiterarbeiten und dann wieder angreifen. Böse Zungen behaupten, dass nach den Feierlichkeiten ein Pritschenmeister gesucht wurde. Was ist da dran an diesen Gerüchten, Marci? Ich war vor 2 Wochen mit dem Köpf schon im Gespräch. Ich habe abgesagt. Aha. Das ist zu zeitintensiv. Du willst ja auch wieder ins Training reinkommen, ne? Ja, genau. Wir haben den Trainingsplan schon bekommen vom Gio. Der fängt übernächste Woche Montag wieder an. Respekt, liebe Handballfreunde. Es ist ein schönes Bild, den Marci hier wiederzusehen. Lass dich drücken, mein Freund. Und wir bleiben in Kontakt. Wünsche dir weiter gute Reha, gute Dankeschön. Vorbereitung Dankeschön. Und feiert schön. Dankeschön. Danke dir. Ciao. Ich habe gleich alle durch, Simon. Ja, da es beim letzten Mal nicht geklappt hat, hoffe ich, dass es diesmal klappt. Ich weiß es noch nicht, aber vielleicht ist der Ton ja diesmal auch okay. Hoffen wir es. Simon. Ihr seid Meister und wenn wir mal ein paar Monate zurückgucken im August, hättest du dir das A träumen lassen, A diese Meisterschaft mitzufeiern und B überhaupt Meister zu werden? Na gut, also träumen tut man natürlich immer. Natürlich dadurch, dass ich in der Hinrunde noch bei der zweiten mitgespielt habe, habe ich natürlich nicht damit gerechnet, dass ich in der Rückrunde die Meisterschaft mitnehme. Nee, auf keinen Fall. Macht sich gut auf deiner Brust. Wie fühlt sich das an? Ja, das fühlt sich mega gut an, muss man sagen. Wobei heute natürlich noch so ein zweites Feiern ist. Ne? Letzte Woche haben wir schon gut zusammen gefeiert und die Medaille ist das nur noch so die Kirsche obendrauf. Ja, das Offizielle. Ne? Wie waren denn die Feierlichkeiten? Oh, sehr gut. Wir waren schön am Zelt hier in Weiden, im Dorf. Da vorne eine Runde im Trecker gefahren, es war auch Laune. Also ich glaube, wir haben schon ganz gut gefeiert. Ich denke auch, das ist gut. Und jetzt haben böse Zungen behauptet, die Vorbereitung geht bald schon wieder los. Was erwartet euch?
Ja, wir haben tatsächlich nicht lange Pause, aber wir fangen erstmal mit dem Kraftraum an und der Ball wird wahrscheinlich erstmal was länger in der Tasche bleiben. Das heißt, erstmal wieder den Körper richtig in Form bringen und dann den Ball erst wieder in die Hand nehmen. Die Nordrhein-Liga wird hart. Was erwartest du von der Nordrhein-Liga? Ja, natürlich um einiges härter im Handball. Mehr Körper, schmerzhafter, aber deshalb auch hoffentlich schöner. Also wenn das ein Fremder guckt, der sagt, Schmerzen sind schön, ja, muss man ja sagen, aber tatsächlich, das wird eine große Herausforderung, oder? Ja, also man kennt es ja vom Handball, tut immer ein bisschen weh und wenn nicht, ist irgendwie, gehört einfach dazu. Und ja, ich hoffe, wir können aber auch ein bisschen Schmerzen verteilen, ja, von daher. Jetzt denk mal ein bisschen weiter, da haben wir ja ein Mega-Derby. BTW Aachen wird hier zu Gast in der Hölle West sein, wir im Gillesbachtal. Stell dir vor, hier könntest du mal vor 1000 Leuten spielen. Wäre das was? Ach, was soll ich dazu sagen? Natürlich, je mehr Leute, desto geiler. Ist immer war eine rhetorische Frage. Ja, natürlich. Ich freue mich mega auf die Duelle gegen BTB. Das hat man sogar hier beim Pokal schon gesehen. Die Halle war pickepacke voll. Ja, also die Duelle werden der Hammer, glaube ich. Liebe Freunde in Burtscheid, wir freuen uns auf eine tolle Saison, wo wir hoffentlich beide die Klasse halten können. Wir freuen uns wieder, zu euch aufzustoßen und ein freundschaftliches Verhältnis zu haben, dass wir dann auch hier das sportliche Messen dann auch haben. Simon, vielen Dank dir fürs Interview und hau rein. Danke. Glückwunsch. Danke.